Drei Clubs kämpfen um Philipp Coutinho. Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu hatte es nach dem Aus in der Champions League und dem verlorenen Pokalfinale angekündigt. Einige Spieler werden gehen müssen. Einer der Kandidaten, die Barca Medienberichten zufolge verkaufen will, ist Philipp Coutinho. Der Ex-Liverpooler, der bisher 145 Millionen Euro Ablöse kostete, steht bei drei Vereinen auf der Wunschliste. Chelsea soll ihn als Nachfolger für Eden Hazard auserkoren haben. Den Belgier zieht es bekanntlich zu Real Madrid. Allerdings, die Transfersperre gegen Chelsea macht derzeit einen Coutinho-Kauf unmöglich. Chelsea hofft allerdings, dass der internationale Sportgerichtshof CAS die Sperre aufhebt oder zumindest verschiebt. Auch Manchester United zeigt Interesse an Coutinho. Aber das Verpassen der Champions League sowie Coutinhos Vergangenheit bei Erzrivale Liverpool lassen Uniteds Chancen schwinden. Favorit im Werben um Coutinho ist PSG. Das berichtet zumindest die Fachzeitung Sport. Das Interesse der Franzosen an Coutinho ist nicht neu. Der Schalke-Club wollte Coutinho bereits vor zwei Jahren verpflichten, bot damals 150 Millionen Ablöse. Doch der Südamerikaner blieb damals in Liverpool und wechselte im Frühjahr 2018 zu Barca, wo er einer starken ersten Halbserie eine schwache Saison folgen ließ. PSG soll nun erneut heiß auf den Elite-Techniker sein und hätte kein Problem damit, dessen Gehalt von 12 Millionen Euro pro Jahr zu bezahlen. Wie ist deine Meinung? Schreib uns in die Kommentare. Wenn du keine News mehr verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Und am besten, kick die Glocke. Bis zum nächsten Mal.